Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, das sind dann 17 Uhr und Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben eingeschaltet hier bei unserer 5-Euro-Überraschungsshow. Das heißt, aber das wissen Sie, die nächste halbe Stunde sind alle Produkte, egal was sie gerade eben noch gekostet haben, für Sie, für diese Sendung auf 5 Euro herunter reduziert. Und wir haben heute auch wieder was ganz Besonderes noch für Sie, wenn während der Sendung Sie Waren im Wert von 50 Euro bestellen, dann dürfen Sie unser Geschenkepaket, das sind 3 fertige Geschenkverpackungen, kostenlos mit dazu bestellen. Sie sehen es mit roter Schleife. Das ist gerade für uns Männer hervorragend, weil wir oftmals minder talentiert sind. Ich möchte das vorsichtig ausdrücken, wenn es um Geschenke verpacken geht. Ja. Ich glaube, es geht nicht nur mir so. Also nutzen Sie vielleicht die Gelegenheit. Jedes Produkt, das Sie sehen, dürfen Sie bis zu 5-mal bestellen, es sei denn, wir sagen was anderes. Und jetzt legen wir auch los. Und hier ist der Buzzer. Da ist Diana. Ich bin gespannt, wo die Reise heute hingeht, was wir für Produkte haben. Bitte immer schnell sein, wenn Ihnen was gefällt, weil wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent. Oh, hier wird die Nachfrage gleich mal riesengroß sein. Ich gebe das gleich mal weiter, bevor das Gejammer gleich wieder von vornherein losgeht. Die Damen. Es geht hier um Wärme und um Energiereserve. Ich weiß, das ist ein viel diskutierter, oder es sind zwei viel diskutierte Gegenstände an anderer Stelle. An dieser Stelle ist das eine unglaublich praktische Angelegenheit. Denn wir haben hier eine Powerbank, das heißt also eine Reserveenergie quasi für unterwegs für Ihr Smartphone, aber gleichzeitig auch einen Handwärmer. Der Grund, warum beides funktioniert, ist der eingebaute Akku. Sie haben 4000 mAh, würde ein handelsübliches Handy also mehr als einmal wieder komplett aufladen. Aber Sie können auch ganz einfach mal aufs Knöpfchen drücken und Sie haben sogar 3 verschiedene Temperaturstufen und schon wärmt Ihnen dieser, ich behaupte mal, Handschmeichler ganz angenehm die kalten Finger. Und ich denke, das ist genau das Richtige, Diana, jetzt, oder? Bei dieser kalten Jahreszeit zwischendurch mal ein bisschen was Warmes in den Fingern zu halten. Ja, das stimmt. Wart ihr schon beim Weihnachtsmarkt? Also ich war am letzten Sonntag, ich kann dir sagen, ich bin nach Hause früher gegangen, weil das war so kalt, egal welche Handschuhe hast du, das ist immer noch kalt. Aber diesen Gerät finde ich wirklich genial, weil hier haben wir nicht nur Händewärmer, wir haben auch Powerbank. Das brauchen wir alle zurzeit. Monika kann das auch bestätigen. Und ich muss sagen, dass diesen Handwärmer auch sehr, sehr angenehm, das hat auch keine Ecken, das liegt sehr, sehr gut in der Hand, in der Tasche. Ein kleiner Tipp von mir, aber auf jeden Fall müssen Sie mindestens 2 Stück kaufen für jeder, weil dann haben Sie für jede Tasche ein Stück. Super Farbe, leuchtet gut, arbeitet gut. Jeder von Firma hat sich solchen Handwärmer gekriegt. Ja. Und wir sind wirklich glücklich. Ich glaube, wir kennen alle diese klassischen Handwärmer, so in diese Flüssigkeiten, wo man so anklickt. Und später musst du sie wieder aufkochen. Und später muss man sie aufkochen, damit die Flüssigkeit dann eben wieder flüssig wird, um sie wieder zu benutzen. Habe ich schon häufiger gesehen, habe ich auch häufiger schon mal zu Hause gehabt. Aufgekocht habe ich sie nie. Also ich habe noch nie so ein Ding zweimal wirklich benutzt, realistisch betrachtet. Hier laden Sie ganz einfach wieder auf, wenn Sie das nächste Mal zu Hause sind, wenn Sie vom Spaziergang zurückkommen, einfach kurz an die Steckdose und dann ist das gute Stück auch schon wieder für den nächsten Aufenthalt in der Kälte aufgeladen und einsatzbereit. Denken Sie bitte auch ganz einfach vielleicht mal an die Herrschaften, die Sie das ganze Jahr über bei Wind und Wetter mit verschiedensten Dingen versorgen, unter anderem der Postbote, der Paketbote und dergleichen. Die sind immer froh, wenn Sie vielleicht auch mal eine kleine Wärmequelle und vielleicht auch mal eine Energiereserve für Smartphone dabei haben. Und ich glaube, für 5 Euro macht man sich da doch hier und da mal richtig gute Freunde. ZX6464 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer. Gerne bis zu 5-mal bestellbar. Für den Preis von 5 Euro, glaube ich, machen Sie da definitiv alles richtig. Und die werden mit Sicherheit auch ein paar Jahre halten. Ein paar Winter kommen ja noch. Und kalte Hände sind immer unangenehm. Ja, ich glaube, die Damen neigen natürlich noch eher dazu. Und immer einen heißen Glühwein hat man ja auch nicht in der Hand. Das ist es ja gerade. Wenn du stehst, wird es schnell mal kalt. Oh, jetzt kommt etwas Monika. Das wird Monika besonders gut gefallen. So, musst du mir da sagen, was ist da? Also das ist ein, wie soll man den nennen, ein Streuer? Ein Streuer, ja, ein Streuer, das ist richtig. Ja, ein Streuer. Aus Edelstahl. Da sind auch noch verschiedene Schablonen mit dabei. Ja. Und mit diesen Schablonen kann man auf Kaffee oder auf verschiedensten Getränkesorten ganz einfach mal ein nettes Gesicht oder ein nettes Emblem drauf zaubern quasi.
Also hier sehen wir es mit Kakao. Ja, also gerade auf irgendwas Helles, auf Sahne oder auf Milch machst du so ein Smiley drauf. Das kommt immer gut. Oder natürlich, du hast gesagt, Puderzucker auf dunkle Getränke zum Beispiel. Plätzchen auf Schoki. Für Plätzchen vielleicht auch. Aber ganz einfach draufstreuen. Ich habe das schon mal in ein oder anderem Kaffee gesehen. Ja? Und ich finde das immer sehr sympathisch, wenn du irgendwie so ein Bildchen, gerade ein Smiley auf dem Kaffee Tannenbaum mit drauf hast. Was haben wir da alles für Schablonen? Du kannst nicht nur Kakao, also eine dampfende Kaffeetasse, ich sehe zwei Herzchen, ich sehe I love you, ich sehe einen Weihnachtsbaum, den Smiley, den wir gerade gesehen haben, I love Coffee und noch eine Tasse. Ich mache mal den Doppelherz hier, pass auf. So, mal gucken, ob das funktioniert. Ich nehme jetzt einfach mal den Umschlag hier, damit das gut zu sehen ist. Moment, so. Ein bisschen Gespür, ein bisschen Gefühl dafür. Also das ist jetzt auf Schoki drauf zum Beispiel. Ja. Das war das mit Gefühl. Ja. Das mit dem Gefühl üben wir noch ein bisschen. Aber wenn du das zwei, dreimal gemacht hast, hast du es natürlich raus. Normal streut man es ganz locker drauf. Man braucht die Finger nicht zu benutzen. Ja, aber Übung macht den Meister. Oder andersrum, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, hier. Ja, jetzt hast du Doppelherz. Ja. Zwei Herzchen mit einem Pfeil durch. Sie können es jetzt leider nicht sehen, falsche Perspektive, aber es ist gelungen. Und wenn du das zwei, dreimal machst, dann brauchst du auch die Finger wirklich nicht mehr zu benutzen. Also ich finde schön, so einen morgendlichen Gruß noch mit in die Tasse rein, ja, wenn du den Kaffee machst oder die, irgendwas und dann eben noch so ein kleines Muster drauf. Ich finde das eine tolle Idee. Zwei Herzen. Was seid ihr für sind zwei Herzchen. Ihr Banausen. Sehr süß. Aber nicht nur für Puderzucker oder Kakao, das kann auch Zimt sein. Das ist jetzt auch Zimt. Das ist eigentlich egal, alles, was in Pulverform ist. Sehr beliebt. Salz würde ich nicht nehmen, das ist, glaube ich, nicht so beliebt. Aber warum? Wahrscheinlich Salz auch für Steak. Kannst du auch so. Ein Muster drauf machen, so ein Herz aus Salz. Na, ja. Aber also ein Steak, auf dem Steak, so ein Herzchen aus Würz mir schon drei. Pass mal auf, ich habe hier noch eine ganz andere eine ganz andere Vorstellung. Und zwar von Janina aus Daheim. Ich war auf der Suche nach einem Streuer mit sehr feiner Streuung, um bei meinen Tieren, Pferde, Hühner, Hunde, Katzen, das Kieselpulver möglichst gleichmäßig auf dem Fell zu verteilen. Dafür ist es ausgesprochen gut geeignet. Also auf so eine Idee wäre jetzt keiner von uns gekommen. Durch die Schablonen sind wir bei den Mustern auf den Heißgetränken. Aber das funktioniert, glaube ich, recht einfach. Ja, das ist doch mal eine coole Angelegenheit. Ein bisschen Kakaopulver oder was, dann ist doch jetzt kein Wert. Das hast du gerne mal zu Hause. Du hast Kakaopulver? Komm, dann versuchen wir das. Machst du das? Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Ja, wir probieren es ein bisschen aus. Sie dürfen es zu Hause probieren mit der Bestellnummer NX9731 und die 569. Und ist mal ein kleiner Gag, auch bei den Kindern. Ich sage jetzt mal, auf Schoki machst du eben so ein Smiley drauf oder auf den Milchkaffee ein Herzchen drauf. Oder I love you ist natürlich auch eine nette Morgenbotschaft, wie ich finde. Also ich finde es eine tolle Idee. Ja, es ist wirklich richtig cool. Vor allem die ganzen Motive, die mit dabei sind. Für 5 Euro ist das wirklich super. Finde ich sehr cool. Hast du gerade Puderzucker gegessen? Ja, klar. Ja, wo muss er ja hin? Ich buzzer mal. Also, den Kaffee haben wir auch verschönert. Jetzt bin ich gespannt, wo es jetzt hingeht. Und Sie sehen, es ist immer abwechslungsreich bei uns in der 5-Euro-Überraschungsshow. Deshalb lohnt sich auch jeden Tag einzuschalten. Wir machen weiter mit, ich würde sagen, Batterietester, oder? Ja, mit LCD-Display. Für alle gängigen Batterien und auch Akkus geeignet. Den Batteriezustand immer im Blick für fast alle Batterien, ob AA, AAA, C, D, N, 9-Volt-Blöcke oder Knopfzellen, kann man hiermit alles testen. Und sogar auch für Akkus. Also ich habe jetzt hier AA-Batterie, die ist komplett leer. Ein Strich, also das heißt, wir haben hier eine Skala. Und das ist diese LCD-Anzeige von, glaube ich, 20 Strichen. Bei mir voll. Bei dir randvoll, meine ist leer, die waren beide in einem Karton. Die kannst du ja optisch nicht unterscheiden. Von daher ist das natürlich sehr, sehr gut. Bis zum Typ D. Und das ist leer. Ist leer? Andere ist ganz okay, aussortieren, trennen, die vollen von den leeren. Aber das finde ich schön. Jetzt bei mir, die erste war komplett leer. Jetzt schauen wir mal die zweite an. Es gab mal eine Zeit, da haben wir das mit der Zungenspitze versucht. Echt? Ja, das hat aber nie richtig funktioniert. Das hat nie wirklich funktioniert. Nee, aber damit funktioniert es natürlich dann doch etwas professioneller. Und wir haben gehört, es funktioniert mit mehr oder weniger allen Batterietypen, die man als haushaltsüblich bezeichnen könnte. Und mitunter hat man schon mal so eine Batterie irgendwo rumfliegen. Weiß ich nicht, aber ist die jetzt wirklich leer? Oder muss ich die entsorgen, also recyceln? Oder kann ich die vielleicht noch für was anderes verwenden? Naja, man sieht so eine Batterie ja eben nun mal leider nicht an, ob da jetzt noch Saft drauf ist oder eben nicht. Jetzt haben sie mal einen Batterietester zu Hause, um ganz einfach mal zu gucken, ist da überhaupt noch Saft drauf und wenn ja,
Wie viel denn eigentlich? Denn häufig ist so eine leergelaufene Batterie noch dick und gut genug mal für eine Uhr. Die läuft damit locker noch mal ein halbes Jahr weiter. Ja, und was ich aber auch ganz schlimm finde, ist, wenn du nicht weißt, ist das Gerät kaputt oder die Batterie. Ja. Ja? Ja. Hier kannst du eben mal die Batterie ausschließen oder kannst sagen, oh, die ist noch gut, dann weißt du, jetzt gibt es irgendein Problem am Gerät. Oder ja, die Batterie wird leer angezeigt, dann weißt du, es ist eben die Batterie. Ja. Ist auch wirklich kompakt, steht hier, weil das Gerät so schön klein ist, kann man auch mal mit auf die Reise nehmen. Zum Beispiel mal, wenn man im Campingurlaub ist, da braucht man vielleicht auch mal Batterien. Mhm. Oder auf einer Berghütte steht hier, leer, weil eben das Format super kompakt ist. Ist wirklich klasse. Also ich habe auch meine Batterien irgendwie alle zusammen. Ich müsste da auch mal den Überblick behalten und ich glaube, hiermit geht das richtig gut. Ich sag Ihnen auch noch einmal die Bestellnummer, das ist die ZX7449 und die 569 für nur 5 Euro sollte auf jeden Fall auch in jedem Haushalt zu finden sein, weil ich glaube, Batterien braucht jeder von uns. Absolut. Ja, macht schon Sinn. Wir haben ja auch mitunter schon mal gerade bei unseren Batterie-Organisern und so weiter auch mal so einen Batterietester mit dabei. Aber solche Gerätschaften kosten auch mal gut und gerne 10, 15 Euro oder was. Mhm. Jetzt hast du mal einen separaten Batterietester. Wenn du mal ein separates Gerät brauchst, ist das mit Sicherheit mal eine richtig coole Angelegenheit. Klasse. So, weiter geht's. Jo. Ja, jetzt kommen wir zum Preisalarm. Und Preisalarm heißt, wir haben ein Produkt extremst reduziert auf 5 Euro. Und deshalb die Eingrenzung, Sie dürfen es maximal einmal ordern, also einmal pro Besteller. Ich wurde neulich angeschrieben wurde gefragt, liebe Grüße an Udo, wann wir die LCD-Schreibtafel endlich mal wieder zum TV-Sonderpreis haben. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, weil die sind meistens in unseren Shows. Ja, ja. Ich kann es jetzt sagen, jetzt sind sie da, 5 Euro, greifen Sie gleich zu, mehrfach, weil also wir sehen hier Büro-Equipment, das ist alles toll. Aber für mich ist das für Kinder wirklich der Wahnsinn. Alle meine Enkel haben LCD-Tafeln und sie lieben sie alle. Die Älteste ist 13, die Jüngsten sind 5. Ja, und alle malen damit und schreiben und sind begeistert. Ja. Das ist jetzt die große LCD-Schreibtafel mit knapp etwas mehr als 25 cm im Durchmesser. Ich würde mal sagen, so ein bisschen mehr als DIN A5 Größe. Und diese Schreibtafel, die hat ein berührungssensitives LCD-Display. Und das Schöne ist, Sie können mit diesem Stift mehrfarbig zeichnen. Und das ist das Besondere an diesem Gerät. Wir haben auch die etwas kleineren, die machen das einfarbig. Mhm. Sagen wir so weiß auf schwarz. Hier funktioniert das Ganze in bunten Farben. Und das Schöne ist, dass Sie, wenn Sie mal verzeichnet haben oder mal die Notiz wieder löschen wollen, drücken Sie ganz einfach auf den kleinen Knopf da unten. Da ist ein Papierkorb drauf. Zack, ist die Zeichnung dann auch schon wieder weg. Aber sieht das hier ist dann mal genau das Richtige für Kinder jetzt hier, wenn es so langweilig wird. Diana ist kreativer als mit dem Handy irgendwo zu sitzen. Diana hat gerade Monika gemalt, eindeutig. Ja. Ich mal dich auch gerade. Aber ich muss nochmal auf Kinder zurückkommen. Also lange Autofahrten, sie sind beschäftigt. Wenn man im Restaurant ist und sie haben ihre Nudeln mit Soße gegessen, ist denen langweilig. Sie sind beschäftigt. Hier sehen wir das. Guck mal, Monika. Gut gemacht. Das war eine ganz Ruckzuck-Skizze. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt die Retourkutsche. Du malst Diana. Warum, aber sie warum macht mich im Querformat? Ich habe euch Querformat? Drei gemalt. Was ist das auf dem Kopf? Das ist Carsten mit seinen weißen Sneakern und der lacht immer. Und er hat immer seine Haare mit Haarspray hoch. Das ist Ralf. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nein, das ist nicht für das stimmt. Nee, mein Bauch ist zu klein. Das passt nicht. So. Ja. Aber Diana, aber ich habe Brille und Diana hat hier ihren Dutch. Dianas Frisur finde ich sehr interessant. Ja. Sieht aus wie eine Mütze oder so. Sie lacht auch immer, aber das ist nur Fake. Das ist richtige Lachen und das ist nur Fake. Wo ist mein Rohr? Kannst du mir ein Rohr geben? Warum? Also ich kann es nur jedem empfehlen, der Kinder oder Enkel hat. Und denken Sie bitte dran, wenn Sie mehrere Kinder in einem Haushalt haben, dass jedes der Kinder eine solche Tafel bekommt. Sonst gibt es nämlich auch Ärger. Wir schauen mal gemeinsam auf Pearl.de. 12 Euro. Oh, jetzt wollte ich gerade sagen, mehrfach bestellen. Stimmt ja gar nicht. Ist der Preisalarm. Ja. Aber einmal tut es auch. Es ist Highlight de facto. Ja. So. Wenn ich mehrere Personen bestellen, pro Person einmal. Ja, und ich finde es der Wahnsinn. Und sehen Sie selbst die größeren Kinder hier, Monika und Diana, sind beschäftigt. Die sind jetzt mal, die könnten wir 2 Stunden beschäftigen damit. Ja, und dann hätten wir mal Ruhe, so eine Ruhe Fußball gucken. Soll. Ja, ganz genau. Ich habe es einfach nach oben gemacht. Was ist das? Oh mein Gott, das ist Mütze. Nein, das ist dein Dutz. So, LED-Schreibtafeln waren für Kollegen mit Kindern bestellt. Das Produkt hätte ich jetzt gerne noch eine halbe Stunde drin gehabt. Ja, da hätte ich jetzt auch noch ein bisschen was gemalt. Mm-hmm. Ist ein prima Geschenk für Kinder, die malen doch so gerne. Und das ist richtig so, liebe Maria aus Leipzig. Und auch die Ute aus Erkrath hat es getestet. Ist eine gute Sache für Kinder, wenn man im Auto fährt. Die haben dann Spaß damit. Ja, und langweilen sich nicht einfach nur da rum oder daddeln auf so einem blöden Smartphone oder sowas rum. Das hier ist definitiv die kreativere Variante. Bitte nur einmal pro Besteller.
Aber für 5 Euro sicherlich eine richtig gute Idee mit der Bestellnummer NC7488 und die 569. Ja, man konnte schon sehen, was das für einen Spaß macht. Ja, ja. Das war lustig. Ja, gut. Sehr schön. So, wir gucken mal, was als nächstes kommt. Danke, Diana. Danke, das auch? Ja, das ist wie so eine Mücke im Ohr, oder? Ja. Bienchen. Summ, summ, summ. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein Zweierset. Also ein Zweierset Taschenlampen, aber ganz besondere Taschenlampen, denn sie sind nicht nur sehr leuchtstark, sondern haben eine Doppelfunktion. Und zwar haben sie einmal ein Arbeitslicht auf der Seite, also großflächige Beleuchtung, und eine punktgenaue Taschenlampe. Das Ganze noch mit Magnet versehen und mit Clip, dass man es auch mal so irgendwie in eine Hemdtasche oder so festmachen kann. Oder eben magnetisch festmachen kann. Ja, oder so, ja, ganz einfach an der Bluse, am Oberteil. Und jetzt hast du die Taschenlampe an und jetzt ist das Arbeitslicht an. Also ich finde solche Taschenlampen sehr, sehr praktisch. Und man sollte immer mehrere im Haus haben, finde ich. Ja, wir gucken ganz genau hin. Das ist unglaublich praktisch. Ich habe so ein Teil auch zu Hause. Einen der Vorgänge habe ich zu Hause und ich nutze den immer wieder. Als Taschenlampe ist der großartig, aber eben speziell dieses Arbeitslicht ist nun wirklich etwas, was man immer hervorragend gebrauchen kann. Wenn man immer mal irgendwo ein Licht braucht, gerade hier bei so einer Gelegenheit, gerade jetzt mal im Winter oder was, da willst du mal eben kurz unter die Motorhaube schauen oder willst du mal ein bisschen was reparieren und stehst hier ganz einfach selber mitunter mal im Licht, dann bist du froh, wenn du mal eine vernünftige und vor allen Dingen leuchtstarke Lichtquelle zur Verfügung hast. Das Ganze ist batteriebetrieben? Oder richtig, mit 3 AAA-Batterien. Ne? Einfach, ja. Wird das betrieben, aber die halten recht lange, das ist ja LED-Technik. Aber ich möchte es noch mal betonen, es ist ein Zweierset dieser Batterien. Ja. Und der Till aus Ditzingen schreibt uns, sehr gute und leuchtstarke Lampe bei geringem Gewicht benutze ich gerne zum Ausleuchten bei kleineren Reparaturen. Ein Allrounder, gerade auf Reisen. Und die Gina aus Dortmund habe die Lampe eingeschaltet und in die Brusttasche der Arbeitsjacke gesteckt. So war der Deckenbereich bei der Lampeninstallation gut zu sehen. Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn du irgendwo mit deinem Körper in der Lichtquelle bist und irgendwo anders arbeiten willst, hängst du es gerade ans Hemd und hast die Arbeitsleuchte. Also das ist perfekt. Zweier-Set, ganz wichtig. Das ist wirklich super. Für 5 Euro. Man kann dann eine einfach mal zu Hause immer haben, vielleicht in der Schublade irgendwie oder am Nachttisch, finde ich es auch gut. Und dann auch eine mit rausnehmen ins Auto oder wenn man mal mit dem Hund Gassi geht zum Beispiel oder wenn man joggen ist oder ähnliches. Also für 5 Euro ein Zweier-Set, hier auch noch mit dieser Magnethalterung, wirklich wunderbar. Ja, die Bestellnummer ist die NC9871 und natürlich die 569. Zwei dieser sehr leuchtstarken Taschenlampen bzw. Arbeitslampen, weil diese großflächige LED hier an der Frontseite, die sorgt wirklich für sehr, sehr helles Arbeitslicht. Magnet finde ich auch klasse, wenn du irgendwie im Motorraum was machen musst oder auch in einem Regal. Einfach fest und alles ist beleuchtet. Also wir sind heute wieder wirklich vielschichtig unterwegs. So, möchtest du mal Wasser? Ja, was habt ihr denn? Wer darf auspacken? Bitte schön. Dankeschön. Er freut sich nämlich schon. Er hat gesehen, dass es ein großes Paket ist. Weiß ich, wie wieder. Ja! Ja. Habe ich im Auto seit so vielen Jahren schon. Aber das hier, eine konsequente und definitiv intelligente Weiterentwicklung eines der wohl genialsten Artikel, die jemals auf den Markt gekommen sind. Ein sogenanntes Windschutzscheibenwunder. Richtig. Habe ich übrigens heute Morgen noch benutzt. So ein bisschen Schmodder auf der Scheibe hatte. Damit kommen sie also de facto wirklich mal in jeden Winkel ihrer Frontscheibe rein, wo man normalerweise keine nennenswerte Chance hat, um mal von innen die Scheibe beispielsweise sauber zu machen. Da ist unten ein kleines Gelenk dran. Das Ganze kann man verlängern. Da ist auch noch ein Teleskopgriff, dass man also wirklich auch mal so zwischen Scheibe und Luft einlässen und beispielsweise mal richtig sauber machen kann. Ich finde, gerade jetzt im Winter ist das enorm wichtig, dass die Scheibe eben auch von innen sauber ist. Drehen wir das gute Stück immer mal rum und sehen auf der anderen Seite einen Artikel, den sicherlich viele in den letzten 2-3 Wochen auch schon mal wirklich dringend hätten gebrauchen können. Das ist ein Eiskratzer. So, und das natürlich jetzt hier in Kombination mit diesem Teleskop-Verlängerungsstiel, dann hast du eben auch mal eine Chance, die Scheibe freizukratzen, ohne dich halb übers Auto zu legen.
und dann anschließend entweder schmutzig oder klatschnass zu sein. Mhm. Damit kommst du also wirklich auch mal bis zur Mitte der Scheibe, bis nach oben und nach unten und hast mal eine vernünftige Kratzerhand und vor allen Dingen keine eiskalten Finger da dran. Ja, gerade was du gesagt hast, Scheiben reinigen, also Windschutzscheibe oder auch nur, wenn sie angelaufen ist, sichtbar oder wieder freie Sicht zu schaffen, da muss man sich oftmals verrenken. Mit 50 cm Länge, behaupte ich mal, plus ja, Armlänge Monika. Kommt man wirklich überall hin. Übrigens, die Pads vorne drauf sind abnehmbar. Das sind Mikrofaserpads, die sind auch waschbar, wenn sie mal schmutzig sind. Und wenn Sie gleich zwei kaufen, dann können Sie so ein bisschen einen Windschutzscheibenbunderkampf machen, wie Monika und Carsten. So. Das ist unglaublich praktisch. Ich glaube, es sind auch wieder zwei Mikrofaserpads dabei. Ich habe immer einen frisch gewaschenen bei mir im Auto, wenn Sie auch vorher einmal durchwaschen, dann sind Sie am besten. Ja, dann ein bisschen Sprüh drauf, eine Sprühpumpflasche haben Sie übrigens ebenfalls mit dabei, einen Tropfen Spüli beispielsweise oder... Und dann das einfach mal auf die Scheibe geben oder direkt aufs Pad drauf und dann passt das Ganze. Funktioniert übrigens auch hervorragend mit dachschrägen Fenstern, wo man normalerweise so nicht wirklich drankommt. Da kannst du auch mal eben schnell drüber gehen. Duschkabinen ist das gleiche Thema jetzt hier. Also alles in allem wirklich ein fantastischer Artikel. Für 5 Euro machst du da alles mit richtig. Ja, also am besten gleich anrufen und die richtig kalten Tage kommen erst noch, auch wenn der Winter gerade mal eine kurze Pause macht. Ich glaube, im Januar und im Februar werden wir noch genug Eis auf den Windschutzscheiben haben. Und sowas macht immer Sinn. Die Bestellnummer ist die ZX6421 und die 569. Und diese Teleskopfunktion, die finde ich natürlich unglaublich hilfreich. Klasse hier, oder? Die Armverlängerung. Du kommst überall mal dran. Ja, das habe ich, gelegentlich nehme ich das sogar, einfach wenn ich mal an der Ampel stehe oder sowas. Das habe ich, wie gesagt, neben Mittel- oder zwischen Mittelkonsole und Beifahrersitz, dann schnappe ich mir das Ding, mache es ein bisschen feucht mit dem Sprühdingen hier und dann geht es einmal über die Scheibe drüber. Da ist sie auch schon wieder sauber. Praktisch, ja. Das ist sehr praktisch. Ja, und wie gesagt, jetzt mal so ein Eiskratzer. Also ich weiß, dass man sowas im Fachhandel hier auch mit so einer Teleskopverlängerung bekommt. Da zahlst du schnell mal 20, 25 Euro für. Für so einen stinknormalen Eiskratzer. Hier für 5 Euro ein echter Mitnehmer. Also wirklich nicht bei uns. Bei uns kostet wirklich nur 5 Euro. Und jeder Autofahrer sollte hier zugreifen. Ich habe das Vorgängermodell, habe ich bei mir auch an der Seite praktisch in der Tür drin. Und das ist so oft in Benutzung. Aber jetzt noch mit dem Eiskratzer natürlich eine perfekte Kombination. Und meiner ist auch nur 30 oder 39 cm lang. Hier mit 50 cm haben wir da nochmal eine enorme Reichweitenverlängerung. So möchte ich es mal nennen. So, also, auch beim Auto waren wir jetzt. Und ich würde sagen, wir machen auch gleich weiter, oder? Ja. Schauen wir mal. Klick, jetzt bin ich ja mal gespannt, was das sein könnte. Ja, reden wir über... Oje. Genau ist richtig. Also wir haben heute wirklich viele Produkte, die zur Jahreszeit gehören. Und ich habe es gerade erst verschenkt an meine Enkel. Ja. Guck mal, da sehen wir es. Also ich muss das kurz erzählen, das war am 11.11. Da ist ja St. Martins Umzug oder Lichterumzug. Karneval! Und da hat, ganz einfach, habe ich die mitgebracht, meinem Enkel. Und der ist da mitgelaufen mit seiner Laterne und dieser Beanie-Mütze. Und er war sofort zu sehen, da waren, ich glaube, knapp 60 Kinder mit ihren Eltern unterwegs. Ja. Er war sofort aus 100 Metern Entfernung zu erkennen. Zack. Und hat die Mütze auch mit viel Stolz getragen. Ich weiß, das ist Akkubetrieb, wenn ich mich nicht irre, aber du wirst mich gleich korrigieren. Aber vor allem ist das Licht auch dimmbar. Du kannst in 3 Stufen einstellen. Ja. Und es passt jedem. Es passt mir, es passt meinem 5-jährigen Enkel, es passt auch Diana. Und richtig. Möchtest du es aufsetzen? Nein, das ist für dich. Monika, also wir zeigen, dass es passt zu Frauen und Männern. Das So, und jetzt machen wir das Licht an. Und ich war überrascht im Dunkeln, also hier kommt das nie so gut zur Geltung, wie hell diese 4 LEDs sind. Erstens mal wird man gesehen, also Passivsicherheit. Andererseits sieht man auch. Ja. Ich weiß, so bin ich hübscher. Hm? Ja, so steht mir gut, oder? Sehr gut. Das macht es erträglicher. Ja. Hervorragend für den abendlichen Spaziergang geeignet, weiß auch der René aus Meschede zu schätzen, leuchtet den Weg im direkten Bereich vor einem gut aus und hält den Kopf, insbesondere die Ohren, schön warm. Und da sind wir auch wieder beim Thema Weihnachtsmarkt jetzt aktuell, aber irgendwann mal nach dem Weihnachtsmarkt ist man sicherlich mal draußen unterwegs und der Winter dauert ja noch ein bisschen länger als bis nach Silvester und insofern hat man da ganz einfach mal eine vernünftige Kopfbedeckung und gleichzeitig auch noch mal eine schöne Beleuchtung über diese 4 hellen weißen LCDs, die man eben auch noch in verschiedenen Leuchtstufen einstellen kann. Wie gesagt, passt fast jedem Einzelnen, ist übrigens ein Strickmaterial hier
und ist natürlich super geeignet. Joggen, Spaziergang, Schulweg und so weiter, um da nur mal einige Beispiele zu nennen. Aber eine Beanie-Mütze, ist man ganz ehrlich, ohne Beleuchtung, die kostet doch schon wesentlich mehr als 5 Euro. Also 10, 15 Euro für gerne, eine einfache Sicherheit. Gerne mehrfach zugreifen, egal ob jung, ob alt, ob Mann oder Frau, das passt jedem. Ja, Bestellnummer ist die NX3726 und die 569. NX3726 und die 569 für 5 Euro. Schwarzes Beanie geht immer. Ja, mit Licht auch noch. Ja, finde ich sehr cool. Lust gesehen und siehst was. Ja. Ja. Also das stimmt wirklich. Das ist ein normales Beanie-Mütze. Und ich weiß, ihr könnt es gar nicht glauben, ich habe auch Beanie-Mützen zu Hause. Mhm. Also hätte ich ein Schulkind, würde ich das auf jeden Fall sagen, die ziehst du auch. Mit Sicherheit. Aber eine zusätzliche Lichtquelle ist immer mal eine sinnvolle Idee. So. Dankeschön, Diana. Danke. Oh. Schwer. Oh, jetzt haben wir was ganz Interessantes. Oh ja, ja, das muss auch schwer sein. Wenn das leicht wäre, wäre es irgendwie nicht so das Gleiche. Pass also auf. Es ist für mich eigentlich ein Deko-Highlight. Ja. Oh. Das werdet ihr gleich bestätigen, oder? Das sieht doch richtig schön aus. Übrigens ist da irgendwo ein Batteriefach drin, weil diese LED, diese Kerze, wo da gezeigt wird, die ist beleuchtet. Jetzt ist das aber auch ein sehr sinnvolles Produkt, weil das ist eigentlich ein Türstopperkissen, aber eben mit diesem Teelichtsymbol oder mit diesem Teelichtmotiv, batteriebetrieben. Man kann also, wenn jetzt Fenster zum Beispiel nicht aufbleiben oder Türen nicht auf oder nicht zubleiben, kann man das einfach als Tür- oder Fensterstopper benutzen. Aber ich glaube, das irgendwo einfach so angerichtet ist, ist ein absolutes Deko-Highlight. Ich habe ja schon mal gesagt, ist ja unterm Strich fast zu schade, um es auf den Boden zu stellen, oder? So schön finde ich die. Ja. Sieht klasse aus, ist natürlich jetzt, ich sag mal, durch diese Farbgebung und Teelichtoptik jetzt hier doch eher winterliches Motiv, wie ich behaupte. Aber ich finde, das passt eigentlich immer irgendwie, weil ich sag mal, gerade so dieser Birkenstamm mit diesem Herzchen ausgeschnitten und dem Teelicht drin, sieht einfach noch richtig klasse aus, um Türen aufzuhalten. Man kennt das, wenn man irgendwo mal ein bisschen Stoßlüften möchte, machst du Fenster und Tür auf, irgendwo zieht es ja immer und dann knallt dir so eine Tür mal zu. Da ist natürlich sowas jetzt hier mal eine richtig schöne Angelegenheit. Aber ich finde es auch mal klasse, ganz einfach nur sowas einfach noch im Sideboard zu stellen. Ja, auch das ist eine wunderschöne Deko, gerade jetzt zur kalten Jahreszeit. Und schwer ist es. Kilo, möchte ich wetten, hat das Ding. Ich muss schauen, ob ich das Gewicht irgendwo finde, aber es ist, nein, ich sehe es hier jetzt nicht, aber ich habe vorhin auch geschätzt, so vom Gewicht her 800 Gramm bis ein Kilo. Ja, also schwer genug, um eine Tür zu stoppen oder ein Fenster zu stoppen. Hier schreibt übrigens genau das der Nils aus Bad Buchau. Türstopperkissen mit Teelichtmotiv gefällt mir sehr gut. Und die Johanna aus HEMA schreibt, kann man vielseitig nutzen als Dekoobjekt und vieles mehr. Und wir hören gerade von der Redaktion, 700 Gramm schwer. 700 Gramm. Jetzt wissen wir es also genau, aber auch das wird reichen, um so eine Tür oder ein Fenster zu stoppen. Ja, also richtig schönes Motiv jetzt hier, richtig schön gemütlich auch gemacht, fasst sich ganz hervorragend an. Und natürlich jetzt hier mit dem besonderen Highlight, dass hier dann eben auch noch eine Kerze flackert. Sie sehen das also nicht einfach nur ein Licht, was an- oder ausgemacht werden kann, sondern ein sehr schönes Kerzenflackern. Sieht einfach nur richtig klasse aus und ist gerade jetzt in diesen Tagen immer ein sehr, sehr schöner Deko-Gegenstand. Wie gesagt, die finde ich auch mal so ganz schön, um ihn einfach mal hinzustellen. Wie gesagt, hat einen praktischen Ansatz, auch mit der Kordel obendrauf. Es ist knuffig gemacht, also ja, wirklich so. Auch keine aufdringlichen Farben, sondern diese Pastellfarben, wie ich finde. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für das Türstopperkissen, dass Sie gerne auch bis zu 5-mal bestellen können. Das ist die NX8946 und die 569. Jetzt zum Ende der Sendung möchten wir Sie noch mal darauf hinweisen. Sollten Sie jetzt während der Sendung für 50 Euro oder mehr bestellt haben, dann dürfen Sie diese drei wunderbaren Verpackungsboxen hier einfach kostenlos mit dazu bestellen. Die Bestellnummer ist jetzt eingeblendet. Nutzen Sie die Gunst der Stunde, gerade wenn Sie wie ich nicht sehr talentiert sind im Verpacken von Geschenken. Diese Boxen, die helfen ungemein. Ich glaube, Carsten geht es ähnlich. Und da sind wir auch nicht die Einzigen. So, schön, dass Sie dabei waren und bleiben Sie weiter bei uns. Es geht spannend weiter.